Ja, liebe Zuschauer, mit Schnee und Eis hat sich der November in diesem Jahr bisher noch zurückgehalten. Hier im Bauhof in Pirna will man aber natürlich darauf vorbereitet sein. An meiner Seite habe ich jetzt den Leiter des Bauhofs, Herrn Otto. Ja, Herr Otto, wir haben es im letzten Jahr gesehen. Da war es ja wirklich ein Winter, an dem Sie viel zu tun hatten. Die Winter der letzten Jahre, haben die Einfluss auf eine Vorbereitung auf einen Winter? Geht man da jetzt anders ran? Wie muss man sich das vorstellen? Natürlich. Man ist ja immer gewappnet und man möchte ja dem gerecht werden, worum es eigentlich geht, nämlich den Bürgern freie Straßen zu gewähren. Und von daher gesehen, wenn ein Winter so hart ausfällt wie jetzt im vergangenen Jahr, dann ist natürlich klar, dass man mehr einlagert. Und ich denke, alle Kommunen und Straßenbauämter haben daraus gelernt und auch wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wie ist denn momentan Stand der Dinge? Also wie sind die Hausaufgaben sozusagen erledigt? Tja, also wir haben unsere gesamte Technik ist komplett alles vorbereitet. Es sind alles Testläufe gemacht worden, alles läuft hervorragend zum Glück. Und unsere Fahrzeuge sind im Moment alle im Einsatz, deswegen ist alles nur abgesattelt. Aber sobald der erste Schnee kommt, dann sollte alles funktionieren. Wir sind natürlich ein bisschen neugierig und wollen bei Ihnen mal hinter die Kulissen schauen. Jetzt stehen wir hier vor einer großen Anlage, die so manche gar nicht erwarten würde. Es ist ja nicht nur das Salz, das Sie einlagern, sondern auch andere Dinge. Was sehen wir denn jetzt hier, Herr Otto? Also das ist hier unsere sogenannte Sohleanlage. Da wir ja Feuchtsalz streuen auf unseren Straßen, haben wir natürlich unser Salz, das ist klar, was in die Behälter eingefüllt wird. Und hier wird dann Calciumchlorid gemischt und das wird dann nach dem beigefügt. Das mischt sich hinten dann logischerweise auf dem Teller und somit kommt es dann auch auf die Straße. Hat diesen Vorteil, dass es erstens länger und schneller wirkt vor allen Dingen. Und es wird nicht so, man kann sich vorstellen, wenn das Salz trocken auf die Straße fällt, dann wird es weggeweht. Und durch das Feuchtsalz, es fällt runter und ist sofort aggressiv und wirkt. Mhm. Können Sie noch mit ein paar Zahlen dienen? Wie viel haben Sie denn jetzt hier auf Lager an Sohle und Flocken? Also hier auf Lager haben wir jetzt, ich sage mal, so fast 30 Tonnen sind hier eingelagert. Und das ist diese Menge, die im Prinzip komplett für eine Saison ausreicht. Also davon hatten wir voriges Jahr sogar noch übrig. Das ist locker ausreichend. Also damit haben wir keine Probleme. Ja, Herr Otto, und das klassische Salz, das haben Sie ja sicher auch hier vorrätig. Und das würden wir uns auch gerne nochmal angucken. Na gerne. Ja, Herr Otto, wir stehen jetzt hier am großen Salzsilo im Bauhof. Wie viel passt denn da rein? Das Inhalt sind 98 Tonnen und natürlich logischerweise voll. Ja. Reicht denn das für die ganze Saison oder muss man dann eventuell nochmal nachordern? Ja, auf jeden Fall nachordern. Also gerade im vorigen Jahr ist ja so extremer Winter gewesen. Da haben wir 350 Tonnen gebraucht insgesamt. Und wenn hier 98 Tonnen reinpassen, wir haben natürlich genug Reserven, aber mit unseren Lieferanten, man hofft und man denkt ja, es funktioniert immer mit dem Nachliefern. Und ich gehe schon davon aus, dass es funktioniert. Ja, vor welche Herausforderungen ist man denn da gesetzt in der Situation, wenn das Salz knapp wird und alle anderen Kommunen das Salz natürlich auch brauchen? Natürlich, wir haben diesen Vorteil, dass eben dieses Salzsilo mit Radar ausgerüstet ist. Das bedeutet, wir können genau sehen, sukzessive, wie es abnimmt. Und da ja so viel hineinpasst, dann sind wir in der Lage zu sagen, bei Zeiten, jetzt können wir bestellen, sodass eben die Lieferfristen auch dann eingehalten werden können. Das hoffen wir. Natürlich, wenn es extrem ist, dann schreien alle nach Salz, dann kann es schon mal eng werden. Aber dafür haben wir ja noch anderes eingelagert, in Sackform oder halt Big Bags. Und damit können wir es kompensieren. Ja, woher bekommt denn der Bauhof seine Informationen über die Wetterlage? Wie informieren Sie sich? Ja, wir haben ja unsere sogenannte Einsatzleiterpyramide. Also im Prinzip ist ja alles festgelegt, wie es gemacht wird. Und wir bekommen vom Wetteramt Leipzig jeden Tag unsere E-Mails, wo dann halt draufsteht, was die Prognosen sind. Die sind auch relativ zuverlässig, aber nichtsdestotrotz natürlich informieren wir uns auch noch in anderen Quellen, Internet etc., was da eben alles so gibt. Ja, und Sie sind darauf vorbereitet. Vielen Dank, Herr Otto. Danke.